Hallo Freunde, hier ist Dreambit 1973 und wir spielen wieder Luna Silverstar Story Complete. Ja, beim letzten Mal hat Luna sich entschieden, nicht mitzukommen nach Meribia. Und jetzt werden wir abfahren und Noel fragt nochmal. Bist du sicher, dass du hier bleiben willst, Luna? Ja, Noel. Ich bin besorgt um Alex Eltern. Ich muss zurückgehen und sie wissen lassen, dass es euch zwei gut geht. Ich werde dich vermissen, Luna. Ja, wir auch. Noel, du musst dich um Alex kümmern, an meiner Stelle, okay? Kein Problem, Luna. Wenn wir Ärger haben, werde ich uns einfach daraus herausreden. Passt auf euch auf, Alex. Anni, pass auf dich auf, Alex. Tu nichts zu Gefährliches. Schlaf nicht mit deinem Fuß außerhalb deiner Bettdecke, sonst wirst du dich erkälten. Vergiss nicht, eine Orange oder zwei auf dem Schiff zu essen und vergiss mich nicht. Luna. Oh ja, jetzt kommen sie alle. Ah, setz die Segel! Pass auf dich auf, Luna. Denk daran, meinem Vater zu sagen, dass ich nicht zurückkomme, bevor ich nicht meine erste Million gemacht habe. Das ist gut. Mach's gut, Luna. Ich bin überzeugt, dass wir uns wiedersehen. Bye, Luna. Bis dann. Tschüss. Ja, Alex, fällt nichts mehr ein. Ich werde dich vermissen, Alex. Goodbye. Goodbye. Ach ja, wie traurig. Ja, und jetzt? Ah, es geht los. Wir fahren nach Meribia, Freunde. Luna! Luna, you have to come with us! What? Luna, all the exciting adventures in the world mean nothing if you're not with us. This isn't just my adventure, Luna. It's ours. Oh, Alex, but what if... There's no time to think about it. Hurry! Give me your hand! Come on! Oh, I hope I did the right thing. It's all so exciting. You almost didn't make it, Luna. Now, our real adventure can finally begin. Ah, in letzter Sekunde hat er sie überzeugt, doch noch mitzukommen, weil sie schließlich zusammengehören und zusammen das Abenteuer erleben wollen. Das ist schön. Und du bist hier, genau hier mit uns zusammen, wo du hingehörst. Oh, Alex, ich weiß nicht, Was ist los, Luna? Dein Gesicht ist ganz rot. Ich versuche nur zu Atem zu kommen, das ist alles. Ich wusste, dass du mit uns kommen wirst, Luna. Ich habe an dich geglaubt. Oh, Alex. Ja... Alex, ich weiß nicht, wie es mit dir ist, aber mir wird es schon ziemlich kühl hier draußen. Wollen wir nach unten gehen? Ja, das können wir jetzt. Und jetzt wollen wir erstmal ein bisschen das Schiff erkunden, nicht wahr? Was hast du denn zu sagen? Ich habe auch früher in Burg gelebt. Aber jetzt wohne ich auf der offenen See. Das ist dein erstes Mal auf einem Schiff, nicht wahr? Wie findest du es bis jetzt? Ich liebe es hier. Alles riecht so nach Fisch. Dann wirst du es lieben, was wir zum Mittagessen heute haben. Was wir zum Abendessen heute Nacht haben. Jede Art von Fisch, die du dir denken kannst. Oh, Alex, ich glaube, wir sind gestorben und in den Himmel eingegangen. Ja, ja.
Katzen und Fisch, das ist natürlich... So, du steuerst hier. Dann wollen wir mal gucken, ob wir dich ein bisschen ablenken können. Entschuldigen Sie mich, Sir, aber was tun Sie? Was ich tue? Ich steuere dieses Schiff. Steuern? Hat das irgendwas mit Kühen zu tun? Nein, ich benutze dieses Rad, um die Richtung zu kontrollieren, in die das Schiff segelt. Wow, was für eine großartige Magie. Ja, das ist gar keine Magie, aber okay, Noel. Schaut mal, nett sieht's aus hier. So, was hast du zu sagen? Ja, endlich geht's nach Mirivia. Einen Tag, noch einen weiteren Tag. Und ich hätte keine Arbeit mehr gehabt, wenn ich dort ankomme. Jetzt bin ich bereit. Und ich habe schon gehört, die Männer in Mirivia sind die süßesten im ganzen, auf dem ganzen Kontinent. Wen kümmern schon die Männer? Erzähl mir über den Fisch. Ja, er denkt immer nur an Fisch. Okay, was ist hier los? Das sind Kabinen wahrscheinlich. Kommen wir da irgendwie rein? Ach ja, richtig, von unten. Master Mel hat eine Tochter namens Jessica. Sie ist ein ganz schöner Feger. Ich habe gehört, sie ist ebenfalls eine der stärksten Chicks in Mirivia. Ja, Chicks, okay, den Begriff kennen wir ja mittlerweile auch hier. Also habe ich mich fein gemacht. Möchtest du meine Apps anfassen oder so? Apps? Naja. Ich denke, du bist ein bisschen falsch gepolt. Ja, okay. Lassen wir das mal lieber hier. Geh mal hier rechts rein. Fast fertig. Ich muss nur noch das Bettzeug wechseln und... Oh, tut mir leid, ist das dein Raum? Nein, wir sind in der zweiten Klasse. Dies ist unser erstes Mal auf einem Schiff. Wir gehen nach Mirivia. Mirivia? Ihr Kinder seid doch viel zu jung, um an so einen schrecklichen Ort ganz alleine zu reisen. Ihr macht Witze, oder? Ich wette, eure Eltern sind mit an Bord. Nein, sind sie nicht. Wir sind schließlich schon groß. Ach, da sind ja Ramos und Nash und links ist, glaube ich, ein Laden. Jetzt gehen wir erst mal mit Ramos und Nash sprechen und dann wollen wir mal gucken, ob wir was einkaufen können. Bevor du den Diamanten verkauft, über den Ramos die ganze Zeit redet, denke ich, du solltest dich mit Master Mel treffen. Mel? Klingt bekannt. Das sollte er auch. Mel ist einer der vier Helden und der Gouverneur von Mirivia. Mel ist eine sehr freundliche Person. Er könnte sogar mit eurem Benehmen klarkommen. Ja, Nash, danke, sehr freundlich. Alex, ich glaube nicht, dass ich jemals so glücklich war. Wir sind auf einem fantastischen Abenteuer. Und wir werden verdammt stinkreich. Siehst du, ich habe... Wenn ich auf meinen Dad gehört habe und zu Hause geblieben wäre, dann wäre nichts davon überhaupt passiert. Ja, das stimmt wohl. Ja, ja. Leute, falls ihr zuguckt und noch nicht erwachsen seid, macht das nicht nach. Okay, wollen wir mal gucken hier. Willkommen beim Hispaniola Souvenirladen. Na, ich habe keine Schiffe in der Flasche mehr, also fragt gar nicht. Oh, sowas wollen wir auch gar nicht. Ach du, jetzt ist natürlich nur Alex dabei und was haben wir denn hier? Ein Langschwert. Ja, der Untertitel ist cool. Langs das Matter, also
Länge ist sehr wohl wichtig. Ja, das ist hier. Kaufen wir erstmal alles, was Alex gebrauchen kann. Natürlich das Langschwert. Ausrüsten. Die Lederklamotten sind auch besser. Scheiße. Sorry. Die Lederarmor hätten wir kaufen sollen, statt die Lederklamotten. Ah, Inventar voll. Ja, natürlich. Danke sehr. Ja, jetzt will ich mal ganz kurz. So. Ach, die habe ich ja alle schon. Dann geben wir mal was an Noel jetzt. Und zwar das Heil-Item wieder. Und das behalten wir nochmal. Die Engelsträne, die brauchen wir nochmal. Ach, wir hätten ja doch einen Charakter wiederbeleben können mit der Engelsträne. Naja, sowas sowieso besser, wie wir es gemacht haben. Gut, dann nochmal ansprechen und noch die Lederrüstung kaufen. So. Hier sind Heilnüsse, die sind Inventar schon wieder voll. Wir kaufen mit Noel ein. Was kosten die? 200. Da kaufen wir mal so 5 Stück. Die sind nämlich besser als die Heilkräuter. 1, 2, 3, 4 und 5. So. Vielen Dank. Komm zurück, wenn ich meine Rubber Packlegs vorrätig habe, was immer das ist. So. Ach, hier ist Luna, da sprechen wir mit der nochmal. Alex ist so erwachsen geworden, seit wir von Berg weggegangen sind. Als wir gingen, war er nur ein Junge. Und andererseits ist er es auch immer noch. Aber er hat sich in ihm irgendwie verändert. Das passiert alles so plötzlich. Ich wünschte, ich könnte diese Gefühle verstehen. Ja, Luna, diese Gefühle nennt man Liebe, glaube ich. Ja, könnte ich, wenn es denn so ist, aber ich vermute mal, so. Ja, jetzt gehen wir mal hier runter. Sind das hier etwa Kisten? Nee, anscheinend nicht. Mal sehen. Unglaublich! Ihr habt von diesem Spieler namens Brett gehört, nicht wahr? Er versucht dem Captain zu erzählen, dass er das Geld, um sein Ticket zu bezahlen, nicht hat. Was für ein Gauner. Als ob dieser Typ nicht genug Geld hätte, um mittlerweile sein eigenes Schiff kaufen zu können. Ja, hat er sich wahrscheinlich zurechtgeschummelt, der Sack. Sorry, Sack. sorry. So, was sagst du? Ja, Kinder, ich bin es. Ja, nachdem ihr mich so überzeugt habt, habe ich mich entschieden, das Spielen aufzugeben. Ach so, er ist das. Ich habe alles Geld, wenn nicht sogar das meiste, was ich über die Jahre gewonnen habe. Hä? Achso, er hat alles. Ich habe alles zurückgegeben von dem Geld, was ich über die Jahre mir ergaunert habe. Ich plane ehrlich zu werden, einen ehrlichen Job und ein ehrliches Leben zu führen. Na, glaubst du, wir nehmen dich ernst, Brett? Ja, an dieser Stelle machen wir wieder einen Cut und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Luna Silver Star Story Complete. Macht's gut, Leute!